Iganica TV heute in Radolfzell. Und neben mir steht der Jens Goris. Der Herr Jens Goris ist hier für das E-Bike-Center von Fahrrad Jus in Radolfzell zuständig. Und wir stehen hier vor einem Bike. Und das ist natürlich ein ganz besonderes Bike. Und das möchten wir euch denn heute mal ein bisschen näher vorstellen. Mit dem Radprofi, dass wir gesagt haben, wir machen ein Hoffnungsbike für das Giganica-Projekt. Und es soll also unter dem Motto heißen, Fun und Action und dabei einen guten Zweck zu unterstützen. Sehr gerne hier zum Jens oder einer seiner Kollegen gehen könnt und könnt dieses tolle Mountainbike, dieses E-Bike einmal testen. Und für jeden Kilometer, den ihr dann zurücklegt, zahlt ihr 1 Euro. Und dieser 1 Euro wird natürlich ganz 100% in das Projekt einfließen. Und unser Ziel, unser gemeinsames Ziel wird dann sein, Jens, dass wir natürlich bis Ende des Sommers, wenn es vielleicht auch geht etwas früher, 3.850 Euro, nämlich eine Giganica-Partnerschaft hier gemeinsam hier von Fahrrad Jos in der Radolfzell. Wir persönlich bieten Panoramatouren an, wir machen Transalptouren. Das ist alles jetzt mit dem E-Bike möglich. Und gemeinsam mit Harry haben wir eben gesagt, wir möchten für den Hoffnungslauf eine Unterstützung mitgeben. Und die Leute sollen jetzt hier wirklich ein Mountainbike genießen können, die Region erkunden können und das Ganze für einen guten Zweck. Wir können wirklich Waldwege wunderbar steil bergauf fahren, ohne uns ans Limit zu bringen. Wir können genießen, das Thema Panoramatour, eine Genusstour trotzdem mit anzubieten. Und wir würden uns riesig freuen, wirklich, wenn das Angebot angenommen wird, unsere Unterstützung auch weitergeht und dem Harry damit eine Hilfe gegeben wird. Jens, recht herzlichen Dank, wie schon gesagt. Ich habe die große Ehre gehabt, dieses Bike schon einmal hier fahren zu dürfen. Macht höllisch viel Spaß. Und Spaß, wie gesagt, ist auch der Faktor. Spaß soll sein, weil das man mit Action und Fun natürlich auch helfen kann. Und dafür bedanke ich mich recht herzlich hier bei Fahrrad Jos in Radolfzell. Wir schaffen das gemeinsames Gewicht, was man nicht schaffen kann. Auch mit so einem Bike gibt es keine Berge, die man nicht überschreiten kann. Das war für euch Giganica TV hier in Radolfzell aus dem E-Bike Center. Jos, ich bedanke mich, wünsche euch noch einen schönen, tollen Tag und wie gesagt, am Montag geht's los. Das war für euch Harry Ulrich, der Hoffnungsläufer und läuft.